Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Sirenenhunter. Im heutigen Video geht es jetzt um die Ansteuerung von Sirenen. Also ich erkläre jetzt mal ein bisschen für die Neulinge auch, wie Sirenen angesteuert werden, wie das technisch umgesetzt wurde und wird. Und zeige euch auch halt ein bisschen was aus meiner Sammlung. Ihr seht im Hintergrund meine Schaltwand, nenne ich es jetzt mal. Im Original war das so nicht aufgebaut, nur teilweise. Ich habe jetzt aber einfach verschiedene Parts komplett zusammen montiert, dass man einfach mal sieht, was alles so möglich gewesen wäre. Genau, ich zoome jetzt einfach mal ein bisschen ran und erkläre euch die einzelnen Bauteile. Also grundsätzlich wurden eigentlich die meisten oder fast alle Sirenen zur Zeit des Kalten Krieges über ein sogenanntes Postrelais ausgelöst. Also die ganzen E57 Sirenen sind so gut wie alle im Kalten Krieg aufgebaut worden in Westdeutschland und wurden halt über ein sogenanntes Postrelais dann geschaltet, beziehungsweise da wurde dann das Signal durchgegeben und ein Postrelais sitzt jetzt hier drin. Normalerweise, also so sieht es jetzt aus, normalerweise sitzt es in dem großen Schaltkasten für die Sirene. Ich habe jetzt hier eine separate Ausführung, gab es nicht so oft, aber ich zeige es euch hier, weil es jetzt einfach einfacher ist, als wenn ich den Schaltkasten komplett aufschrauben müsste. Genau, so sieht das Ganze aus. Ich nehme euch mal ein bisschen mit näher dran. Genau, das hat jetzt eine Spulenspannung von 24 Volt, normal hatten die 60 Volt. Und ich erkläre mal ganz kurz grob, wie das funktioniert hat. Und zwar wurde das Signal über die normale Telefonleitung, also Postleitung, gegeben. Und es gab eine sogenannte Sirenenweiche, das habe ich jetzt noch nicht in meiner Sammlung. Das war diesem Relais vorgeschalten. Das heißt, die Sirenenweiche hat erkannt, es ist ein Telefonat, kein Ding. Dann hat es das aufs Telefon geschalten oder, oh, es ist ein Sirenensignal, hat umgeschalten und gab das dann direkt hier ins Postrelais. Und das Postrelais hat dann mit dem Impuls, der mit einer Spannung von 60 Volt kam, einen Kontakt geschalten und der Kontakt hat halt eben 230 Volt geschalten, weil das Schütz, das Verbaute im Sirenenschaltkasten eben mit 230 Volt betrieben wird. Deswegen gibt es dieses Postrelais. Genau, so viel dazu. Bei mir ist es jetzt nicht angeklemmt, ich habe nicht die großartigen Telefonmöglichkeiten, das dient jetzt hier nur zu Schauzwecken. So, dann haben wir hier noch eine Sache. Das war jetzt weniger für den Zivilschutz, eigentlich nur für die Feuerwehr interessant. Und zwar ist es einfach ein Taktgeber, der nur Feueralarm kann. Genau, das war einfach, wenn Zivilschutzanlagen nicht die Möglichkeit hatten, Feueralarm abzugeben und eine Feuerwehr die Sirene übernommen hat oder einfach die Feuerwehr die Sirene hat, hat man sich manchmal dazu entschlossen, so ein Teil dahin zu hängen, samt Feuermelder. Bei mir hängt die Tür auch ein bisschen schief. Der Feuermelder war meist oder eigentlich immer an der Außenseite des jeweiligen Hauses, wo die Anlage verbaut war, oft an Rathäusern oder Schulen oder so. Genau, das heißt, das Ding ist außen, das ist innen neben dem Sirenenschaltkasten. Und hier haben wir es so, wenn man auf den Knopf drückt, dann fängt dieses Feueralarmsteuergerät an zu takten und taktet den Feueralarm, also die 12 Sekunden Impulse, und gibt es halt an den Schaltkasten hier weiter, indem dann das Schütz die Sirene schaltet im 12-Sekunden-Takt hier. Die gab es auch noch mit Probealarm oder anderen Signalen, aber das hier ist jetzt extra für Feueralarm. So, kommen wir mal weiter hier zum Sirenenschaltkasten. Ich erkläre jetzt mal für die, die es noch nicht wissen, aus was der alles besteht. Ich mache jetzt die Abdeckung nicht ab, bin ich jetzt ehrlich gesagt zu faul, aber man sieht ja hier alles. Also der hat hier die drei Hauptsicherungen für den Hauptstromkreis eben, also für die Sirene. Er hat dann einen Hauptschalter, das heißt, wenn aus irgendeinem Grund mal die Sirene einen Fehlalarm abgibt, was eigentlich selten bis nie vorkommt, kann man ihn hier auf Null stellen, damit unterbricht man den Stromkreis und die Sirene ist still. Oder zu Wartungszwecken, wenn man an der Sirene was arbeiten muss, kann man hier freischalten dann. Dann haben wir oben einen Eintaster, damit kann man die Sirene im Tastbetrieb betreiben. Das heißt, falls man kein solches Steuergerät hat, da komme ich auch gleich zu, und möchte irgendwie ein Signal zum Beispiel zu Probezwecken abgeben, kann man das von Hand hier tasten oder takten. Oder einfach, um eine Funktionsüberprüfung der Sirene zu haben, einfach nur zu gucken, dreht die noch und einmal kurz antasten. Man hört schon das Schütz laut schalten
und die Meldeleuchte aufleuchten. Das heißt, die Leuchte, wenn die an ist, ist auch die Sirene an. Das zeigt uns das an. So, dann haben wir hier eine kleine Besonderheit in Anführungszeichen. Das ist ein sogenanntes internes HSG. HSG steht für Handsteuergerät. Das hatten nicht alle Schaltkästen, nur die wenigsten. Das ist von Lendlis und Gür. Das ist eine Marke, die eigentlich relativ häufig vertreten ist bei solchen internen HSGs. Und jetzt schließen wir das Ganze hier mal auf. Und da sieht man, ich gehe jetzt einfach mal näher ran. So, da sieht man, wir haben hier eine Steuersicherung für den Steuerstromkreis, eine kleine Sperre, aber die lasse ich immer draußen, einen Wahlschalter, mit dem man E für Entwarnung wählen kann, F für Feueralarm, ABC für ABC-Alarm und LA für Luftalarm. Hier ist das L schon ein bisschen beschädigt. Das sind so die vier gängigen Zivilschutz- und Feueralarmsignale, die man so hatte. Und wenn man dann einmal durchproben wollte, alle Signale von der Schaltstelle aus, konnte man das hier machen. Das heißt, diesen beleuchteten Taster hier, den drückte man dann, nachdem man das Signal gewählt hat. Und dann wurde das jeweilige Signal automatisch einfach abgegeben. Dafür war dieses Teil hier zuständig. Der Taster ist beleuchtet. Und er leuchtet immer dann, wenn die Sirene nicht an ist. Also ich schalte jetzt mal per Hand kurz die Sirene in Anführungszeichen ein. Also ich habe gerade keine Sirene angeschlossen. Aber man sieht, die Lampe geht aus und geht wieder an, wenn die Sirene wieder aus wäre. Wenn ich jetzt den ganzen Kasten nochmal filme, dann sieht man, wie das Licht hin und her springt. Machen wir mal kurz hier. Also wir drücken hier drauf. Die Lampe hier unten ist an. Und jetzt geht die oben an, die uns anzeigt, die Sirene ist an und die unten ging aus und jetzt wieder Wechsel. Warum das so ist, keine Ahnung, aber ich finde es irgendwie eine coole Spielerei und habe das dann in meinem Eigenbau HSG genauso nachgebaut. Zu dem kommen wir aber auch gleich noch. So, was es hier noch zu sagen gibt, da ist noch eine kleine Anleitung. Das heißt, das HSG kann diese vier gängigen Signale und das fünfte, was noch dazu gehört, Katastrophenalarm. Das ist, wie man hier sieht, ein Mix aus Feueralarm und Entwarnung. Genau, so viel dazu. So, der nächste in der Runde ist hier das Telenorma HSG. Das ist von der Funktion oder von der Wirkungsweise eigentlich genauso wie das eben gezeigte Handsteuergerät. Die einzigen zwei Unterschiede sind erstens, dass dieses Handsteuergerät extern ausgeführt ist. Man sieht es ja, es ist ja ein extra Kasten, der neben dem Schutzkasten hängt. Und der zweite Unterschied ist, dass dieses keinen Elektromotor enthält, sondern einen Aufzugmechanismus. Denn ich muss jetzt einmal kurz zur Technik was erklären. Es ist so, die Signale werden dadurch getaktet, durch sogenannte Taktscheiben. Das heißt, da ist so eine Scheibe, die hat so verschiedene Einkerbungen. Da kann ich euch gleich mal was zeigen. So sieht es aus. Das sind eigentlich drei Scheiben. Das habe ich mal selbst gebaut. Und zum Beispiel bei Luftalarm hat man ja im 2-Sekunden-Takt eine auf- und abheulende Sirene. Das heißt, hier sind die Unterbrechungen so eingeteilt, dass wenn sich das dreht, dass im 2-Sekunden-Takt ein Schalter, der hier quasi anliegt, geschlossen und geöffnet wird. Das Ganze gibt es dann auch noch für Feueralarm in der Mitte, für 12 Sekunden halt. Und Entwarnung ist einfach eine Minute Dauerton. Das heißt, da ist nur eine kleine Unterbrechung fürs Ende dann. Die Taktscheiben drehen dann genau mit einer Umdrehung die Minute. Oder es kommt aufs Handsteuergerät drauf an, es gibt auch andere. Aber für die Basics ist es so, eine Umdrehung die Minute. Das heißt, das Signal wird eine Minute abgegeben, das dreht sich genau einmal und so errechnen sich dann halt auch die Einkerbungen. So, genau. Und das wird von entweder einem Motor angetrieben, also bei dem Lendlis und Gür Handsteuergerät, was wir jetzt hier neben hatten im Schaltkasten, also hier. Da wird es durch einen Motor gemacht. Und bei dem hier, das ist jetzt der Unterschied, wird es von Hand gemacht. Das heißt, man zieht hier wie so eine Eieruhr oder so ein Spielzeug auf und dann rattert es und eine gespannte Feder entlädt quasi ihre Energie und dreht dann über ein Getriebe diese Taktscheiben. Das funktioniert im Prinzip dann ohne Strom. Nur halt für die Kontakte braucht man Strom. Die müssen ja einen Strom schalten, eine Spannung schalten. Hier haben wir auch eine Meldeleuchte, die genau wie beim internen HSG immer hin und her springt und immer an ist, wenn die Sirene aus ist und aus ist, wenn die Sirene an ist. Ebenso haben wir hier auch diesen Wahlschalter und die Sperre und die Erklärung. Genau. Die
die technischen Hintergründe, die Einblicke in die Geräte, mache ich dann oder zeige ich dann in dem jeweiligen Video. Also für die ganzen Geräte gibt es noch extra Videos. Für das Feueralarm-Taktsteuergerät habe ich schon ein Video. Das verlinke ich euch, wenn ich dran denke, noch in diesem Video. Genau, so viel dazu. Jetzt kommen wir zum letzten Stück von diesem Video. Das ist mein selbstgebautes HSG. Das ist eine Mischung aus einem Telenorma und einem Landis & Gyr. Und zwar ist es so, also hier sieht man Funktion alles wie bei den anderen auch. Wahlschalter, Taster mit Meldeleuchte, Steuersicherung, Schaltplan noch und Erklärung. Hier ist es so, dass wir die Technik vom Landis & Gyr Handsteuergerät haben. Das heißt, wir haben da drin einen Elektromotor, der diese Taktscheiben zum Drehen bringt. Und aber es ist so, vom Aussehen her, vom Aufbau, ist es dann wie das Telenorma Handsteuergerät, weil es halt eine externe Ausführung ist, also ein extra Kasten ist. Ich überlege gerade, ich mache eventuell gleich mal das hier auf und zeige euch ein bisschen die Technik drin, beziehungsweise die Funktion oder wie das aussieht, wenn die Dinger sich drehen und wenn das schaltet. Dann habt ihr hier schon mal einen kleinen Einblick, wie das funktioniert. Aber auf die genaueren Informationen gehe ich dann ebenfalls in dem separaten Video. Also sieht das jetzt im Inneren aus, ein bisschen kompliziert, ein bisschen wild. Und da oben, ich zoome jetzt mal ran, da haben wir das, von dem ich die ganze Zeit spreche, und zwar einmal den Motor, da drin ist noch ein Getriebe, und das sind die drei Taktscheiben mit den drei Schaltern, die jeweils die vier verschiedenen Signale abgeben können. Jetzt denkt man sich auch, wieso drei Taktscheiben für vier Signale? Wir haben für Feueralarm, Endwarnung und Luftalarm jeweils eine Scheibe. Und ABC-Alarm wird dadurch hergestellt, dass man die Feueralarm- und die Luftalarm-Kontakte jeweils in Reihe schaltet. Und das formt dann das ABC-Alarmsignal. Ich schalte jetzt einfach mal ein und mache mal, was mache ich drauf? Feueralarm. Und dann seht ihr, wie das funktioniert. So, man sieht, wie die Scheiben laufen. Ganz links ist Luftalarm, aber das haben wir jetzt gerade nicht eingeschaltet. Aber da sieht man, wie im 2-Sekunden-Takt der Schalter schaltet. Jetzt gleich sind die ersten 12 Sekunden um, genau jetzt. Da hat man in der Mitte gesehen, wie der Feueralarmkontakt ausgeschaltet hat. Und nach weiteren 12 Sekunden sieht man gleich, wie es wieder einschaltet. Aber ich denke, das reicht jetzt mal für die Anschauungszwecke. Und genaueres gibt es dann im Video dazu. So, wenn es um die Ansteuerung von Sirenen geht, darf man jetzt eine Sache natürlich auch nicht auslassen, und zwar der sogenannte FWE, Fernwirkempfänger. Das ist dieses Teil hier. Ich habe jetzt nur so einen schäbigen. Ich habe den auch nicht wirklich in Einsatz. Das ist einfach noch so ein Teil meiner Sammlung. Irgendwann hole ich mir mal einen richtig schönen, der auch alle Signale kann, und der kommt dann auch an die Schaltwand. Ja, das ist eigentlich nichts anderes als ein Empfänger, ein Funkempfänger, weil heutzutage werden die Sirenensignale über Funk ausgegeben und dann eben halt hier von so einem Empfänger empfangen. Der hat oben nochmal noch eine Antenne dran und der gibt es dann auch an den Schaltkasten von der Sirene weiter und dann kann die aufheulen. Ja, das war's jetzt mit diesem kleinen Video. Das war eigentlich wirklich nur so für Anfänger, sage ich mal, mit den Basics, wie das Ganze hier funktioniert und gesteuert wird. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne wie immer einen Daumen nach oben da lassen und meinen Kanal abonnieren. Und ja, bevor das Video hier endet, zeige ich euch jetzt noch einmal kurz, wie unser schönes Telenorma-Handsteuergerät rattert. Das mag ich immer so, wenn man das aufzieht, dann rattert es halt, während es die Takte von sich gibt. Machen wir einfach mal Luftalarm, schaltet noch das Schütz mit. Genau, bis zum nächsten Video und viel Spaß beim Zusehen.